Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold. Hinter der Kamera, vor der Kamera Sabine Reber und viele, viele Lupinen. Sabine, ich habe in der letzten Zeit, gerade in der letzten Woche, die Lupinen für mich so ein bisschen entdeckt. Im Garten hatten wir so weiß-blaue stehen, wie hinter dir. Dann am Wochenende an den Gartentagen in Lindau habe ich andere Farben gesehen. Wie ist dein Verhältnis zu Lupinen? Ja, die sind großartig. Das ist wirklich Drama pur. Also, ja, da sind wir jetzt bei den West Country Nurseries. Das ist eine der großen Lupinenzüchter. Die haben ja diese zweifarbigen Lupinen gebracht vor ein paar Jahren. Wow, diese Farben, schau mal, die sind gelb und orange. Also, ich möchte die gleich alle bestellen. Und auch eine Lupine, die heißt Beef Eater. Ich hätte doch gern so eine Beef Eater Lupine bei mir. Ich glaube, die haben wir vorhin auch in einem Garten gesehen mit diesem leuchtenden Rot. Hä? Fantastisch. Das sind so schöne Pflanzen. Ich muss einfach noch eine Lösung finden mit den Schnecken. Also ich habe ja auch Lupinen im Garten und die lieben Schnecken gehen ja doch sehr gerne daran. Aber ich schau mal diese Farbe. Wow, Masterpiece heißt, ist das nicht schön? Lupinus das ist Masterpiece. Eine tolle Farbe, großartig. Ich habe das Kärtchen hier, ich werde dann versuchen, im Internet welche zu bestellen. Ja. Zeig's mir mal. Können wir das auch mal filmen? Super. Einfach schön. Gleich die Visitenkarte auf gartenvideo.com. Ja, weißt du, auch wie die, guck mal, wie die aufgehen. Das hat so was Schönes, ne? Das nach und nach Skulptur nach oben. In sich so. Also Lupinen sind großartig. Also ich werde einfach ganz viele Schneckenringe kaufen und um jede Lupine einen Schneckenring machen, dann ist ja das eigentlich klar. Aber war es jetzt Freud oder Jung, der mit dieser Haltung immer irgendwelche Assoziationen verbunden hat? Ja. Das stört mich da nicht so. Na, aber ich muss einfach immer dran denken, wenn ich sowas, da kann ich nichts ja, daran ändern. Es gibt ja viele Pflanzen, die eine phallische Form haben. Klar. Also das ist eigentlich schön. Freuen wir uns an Farben und ist das eigentlich der typische Display, wie Pflanzen hier an der Chelsea Flower Show gezeigt werden? Ja klar, jetzt hier im großen Zelt geht es ja darum, die einzelnen Sorten zu zeigen. Ich denke, die sind alle sogar geschnitten und reingesteckt. Und ein Teil ist sicher noch reingesteckt. Na, okay. Mit diesen kleinen Wasserfläschchen unten dran. Also das ist wirklich Showtime, wo es einfach darum geht. Da kann ich jetzt mir aufschreiben, welche Sorten ich gerne haben möchte. Genau angucken. Und das ist schon die Idee, dass man jetzt da mit dem Notizblock durchgeht und sich aufschreibt, welche man bestellen möchte. Gut, ich glaube, dann hören wir mit dem Video auf und beginnen zu notieren. Ich glaube, wir müssen da ein paar Sachen bestellen, die sind wirklich sehr schön. Herzlichen Dank, Sabine. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Lubera.com. Dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier gibt es gartenvideo.com, wo Sie einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier gibt es Gärten.com, wo es mehr Gartenunterhaltung und mehr Garteninformation gibt. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.